So, hallo und herzlich willkommen zurück bei LEGO Insel 2. Wir befinden uns jetzt hier bei dem Angelspiel wieder. Aber dieses Mal weiß ich sogar, wie es geht. Und ja, von daher werden wir das hier auch direkt mal machen. Ja. Okay. So. Also eigentlich sollte das jetzt nicht mehr lang dauern. Weil wie gesagt, eigentlich weiß ich, wie es geht. Eigentlich. Ich muss jetzt natürlich nur noch anbeißen. Ah, okay. Ja. Wir haben ja noch ein paar Versuche. Ziehen wir das mal ein bisschen weiter ran. Okay, ich muss noch ganz kurz das Gefühl so ein bisschen dafür kriegen und dann schaffe ich es bestimmt. Also wir werden hier jetzt nicht mehr so ewig sitzen wie beim letzten Mal. Das war ja auch ein wenig übertrieben. So. Und dann müssen wir es immer so ab und zu machen. Und dann kommt die näher und wir können hier immer mal so ein bisschen ziehen. Und müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel ziehen oder zu wenig. Und dann kommt sie halt immer näher und wir kriegen die Seite. Okay. Wir haben sie! Oh, okay, dann können wir auch, Schön raffiniertes Wesen, diese Bertha. Aber du hast sie am Ende ausgetrickst. Genau, das haben wir. Und das heißt, wir können auch jetzt endlich weitermachen. Gut. Jubel. Hurra, ich hab sie! Da ist die Seite! Und die dicke Bertha hast du auch. Damit bist du der beste Fischer hier in der Gegend. Die Seite ist die schönste Belohnung, alter Fischer. Aber vielen Dank für das Kompliment. Ich muss weiter. Warte! Ich wollte uns doch Fischpastetchen machen. Ich muss los. Tschüss! Genau, denn wie wir den lieben Mann schon gesagt haben, wir müssen weiter. Und, oh Gott, jetzt bin ich total in der Harry Potter Steuerung drin, aber ich... Ja. Wow. So, den haben wir. Ja, ich habe ja schon mal weitergespielt. Ja, allerdings irgendwie... Naja, nicht so, ne? Deswegen mache ich das jetzt einfach nochmal. Und dann dürfte das aber klappen. Und wir sammeln hier mal fleißig weiter Pokale ein, auch wenn ich keine Ahnung habe, wofür die gut sein sollen. Ich meine, jeder braucht Pokale. Ah. Okay, das sollten wir nicht tun. Ach, und hier. Wir haben ein cooles. Ah. Ach so, genau. Ja, hier konnte man so da hochspringen. Mit dem, das wollte ich euch mal zeigen. Wenn man so macht und dann so. Nein, nein, irgendwie mit irgendwas anderem ging das. Ging das mit der Taste? Na, okay, ich krieg die Taste nicht mehr hin. Deswegen würde ich sagen, lassen wir das und dann holen wir uns den einfach so. Ich habe jetzt mal, den Ton ein wenig leiser gestellt. Ich weiß nicht, ob es zu leise ist, aber so kann man mich wenigstens gut verstehen, auch wenn ich leise rede, wenn ich leise rede oder sowas. Und dann würde ich sagen, speichern wir mal. Speichern ist eigentlich immer gut. Ja, wir speichern. Und wir speichern nochmal, weil irgendwie speichere ich immer zweimal. Und wir haben schon 72 von 100%, denke ich mal. Also wir haben das Spiel auch hier bald durch. Und dann machen wir weiter. Ja. Hey, gute Nachrichten. Ich habe einen riesen Fisch gefangen und... Oh je, was ist denn passiert? Naja, der Doktor hat einen Hitzschlag. Oh, das hört sich ja grauenhaft an. Er wird uns doch nicht etwa sterben. Pepper, er hat einen Hitzschlag, keinen Herzschlag.
Wenn du den Doppeldecker fliegst, könnten wir den Doktor im Wasserflugzeug mitnehmen. Da ist es etwas kühler. Kannst du uns folgen? Hey, super! Ich darf den Doppeldecker fliegen! Mann, geht's mir gut! Also, ich hoffe doch schon, dass er einen Herzschlag hat. Ohne Herzschlag wäre es jetzt auch nicht so gut. Aber wir wissen ja, was er meint. Versuche, die Ziele so oft wie möglich zu treffen und vergiss nicht, Bananen und Treibstoff zu sammeln. Ja, das Spiel habe ich, als ich es halt gespielt habe, geschafft. Allerdings gerade so, und es ist nicht mein Lieblingsspiel. Aber wir machen das dann halt nochmal. Es ist ja nicht schlecht. Vor allem, wenn wir die Steuerung eh wieder nicht hinkriegen. Und wir geben ab. So. Darf man diesen dummen Dinger nicht treffen lassen? Na! Ich muss aufpassen, wo ich hinfliege! Ja. Boah, das nervt. Hör auf, lass mich in Ruhe. Nein. Oh oh, die Benzinanzeige ist auf ja, Null. Okay, das schaffen wir jetzt nicht. Ich muss auf... Oh. Na, das könnte noch okay, sein. Nochmal. Versuche die ja. Ziel... Gut. Ja, so viel zu dem Thema. Beim nächsten Mal schaffen wir es bestimmt. Hoffe ich, weil ich hab irgendwie... Oh, ich hasse es. Ich muss aufpassen, wo ich hinfliege. Ja, weil... So, dann befinden wir uns halt hier unten. Hier treffen wir uns nicht so leicht. Und hier ist auch Benzin. So, und dann fliegen wir schneller und... Ja. Ach genau, wir können die auch noch ab... Wusste ich. Wusste ich natürlich. Ich muss aufpassen, wo ich hinfliege. Wir haben die Ziele. Ich muss aufpassen, wo ich durch hinfliege. Durch die Säule. Mann, lass mich in Ruhe. Ich muss aufpassen, wo ich hinfliege. Sollten wir allerdings. Hui. Ich muss aufpassen, wo ich hinfliege. Lass mich in Ruhe. Da unten gibt es Benzin. Benzin. So. Jetzt haben wir wieder genug. Und dann fahren wir mal hier unten lang und ja. Hier wird man nicht so leicht getroffen. Wie gesagt, die Ziele, da können wir abschießen, wenn wir wollen und wenn wir es schaffen. Ich habe es einmal geschafft, aber ja. Hier werden wir nicht die ganze Zeit. Ich muss aufpassen, wo ich hinfliege. Lass mich in Ruhe! Oh, wir haben Bananen eingesammelt. Cool, da unten müssen wir hin, wir brauchen Benzin. Benzin ist immer gut. So. Ich muss aufpassen, wo ich hinfliege. Ja, wir könnten es mal da an diesem Ziel versuchen. Na, das war aber nichts. Können wir die überhaupt abschießen? Ich meine, ich konnte die abschießen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, okay, hier sind wir auch schon da, bei der Landebahn. Gut gemacht, Peppa. Ein paar Mal habe ich echt gedacht, die Affen hätten haben dich ja nicht. Aber du hast dich nicht geschlagen gegeben und bist dran geblieben. Und du hast es geschafft. Genau. Und weiter. Gut, jetzt sind wir hier. Hier, angekommen. Im Dschungel quasi. Und hier unten können wir nicht hin. Habe ich schon mal ausprobiert. Geht nicht, leider. Und ist noch nichts. Und wir speichern. Und falls ihr euch fragt, warum ich gerade so oft speichere, ja, wie gesagt, weil es gewisse Probleme gab, beziehungsweise das Spiel ist abgestürzt beim letzten Mal bei mir. Und wie viel Prozent haben wir? 74. Oh, das waren 2%, okay. Ja, wie gesagt, das Spiel ist abgestürzt und, ne, und dann war alles weg und ja, deswegen gehe ich jetzt mal lieber so ein bisschen auf Nummer sicher. Und ja. Ja, dann sammeln wir hier einen Pokal. Wir können mit den Leuten reden. Oh, oh. Das steht ihm aber gut, oder? So muss doch ein Abenteuer aussehen. Peppa, es war wirklich sehr tapfer, mit dem anderen den Doppeldecker zu fliegen. Ja. Dem hier. Hi Peppa, hat dir der Flug ja, gefallen? Ja, total. Statten wir mal diesen Leuten hier einen Besuch ab. Und das Tolle ist, wir können hier Sachen verwandeln. Blume!
Schäder. Irgendwas. Ach, sowas ist doch toll. Sowas ist immer toll. Dam. Baum. Ja. Die wollen bestimmt auch solche Bäume haben. Kennen die ja noch gar nicht. Ja, hier ist auch was. Und hier können wir auch... Können wir hier hingehen? Ich glaube, wir können hier hingehen. Können wir? Das ist ein Pokal. Wir werden immer kleiner, habe ich das Gefühl. Aber hier ist sonst nichts Spannendes. Deswegen gehen wir mal zu dem... deswegen bleiben wir mal an dem Baum hängen. Hallo. Ja, okay, das war alles gewollt, genau so wollte ich es haben. Naja, dann, machen wir mal weiter. Und gehen zu dem Professor, Doktor, oh, ich weiß nicht mehr, irgendwas auf jeden Fall. Aha, so, also sowas. Tja, also der T-Rex hat mich gerade informiert, dass die Dinosaurier im Hauptlager gefangen gehalten werden. Wenn jemand sie retten könnte, würde er ihn hinbringen. Führe den T-Rex, während er dich zum Hauptlager trägt. Weil wir die Dinosaurier natürlich befreien werden. Und ja, das Spiel hier habe ich auch beim ersten Mal nicht ganz geschafft. Aber vielleicht schaffe ich es ja jetzt. Wie konnte man nochmal springen? Wie konnte man springen? Ah. Ach so. Ja, so viel zum Thema. Irgendwie ist das gerade ein wenig wieder abgeschmiert, deswegen... Ja, aber jetzt sind wir zum ersten Mal überhaupt bei der Steuerungsanzeige und das heißt, ich kann gucken, wie das geht, also wie die Steuerung funktioniert. Und das ist wirklich mal was Neues. Und dann, ja, dann machen wir auch weiter hiermit. So, also hier können wir ausweichen und so und können schneller laufen. Weil wir müssen das ja und das darf nicht passieren, in einer gewissen Zeit schaffen. So. Hui. Lalala. Ja, das klappt ganz wunderbar, wie ihr seht. Und wir dürfen nicht auf diese dampfenden Stellen, weil dann verbrennt er sich. Und das wollen wir ja natürlich nicht. Weil es ist ja ein lieber Dino und wir wollen ihm ja helfen, seine Freunde irgendwie zu befreien. Guck da, das passiert dann. Und ja. Oh, wir haben es geschafft. Das habe ich noch nie geschafft, über so ein großes Feld zu springen. Da muss man halt einfach schnell genug für sein. Ja. Da, jetzt waren wir es nicht. So. Und auch wenn man getroffen wird, dann immer schön schnell bleiben. Und das darf auch nicht passieren. So. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen wenig rede. Ich bin sehr konzentriert, weil, ne? So. Und wir dürfen es bald haben. So. Oh Gott, wir haben es uns da fast durchgeschafft. So. Haben wir es jetzt gleich? Wir haben es jetzt gleich. Ja, da darf man dann nicht ganz so schnell sein, weil sonst... Wir haben es geschafft! Oh mein Gott! Ich bin so stolz auf mich. Sogar von einer recht guten Zeit für meine Verhältnisse. Und er tanzt. Natürlich. Super Dino! Wir haben Gold! Dann reitest du ihn, als hättest du dein Leben lang nichts anderes getan.
Gibt's eigentlich auch etwas, das du nicht kannst, Pepper? Genau, danke schön. Nein, das gibt's nicht. Und wir machen natürlich weiter.